Was geht ab, Fitnessfreunde? Heute ist Sonntag und ich hatte wieder meinen Cheat Day. Und zwar, warum habe ich diesen Cheat Day überhaupt eingeführt? Den hatte ich nicht immer. Ich war immer der Meinung, dass ich, wenn ich die Diät jeden Tag durchziehe, Tag für Tag, immer nur 2000 Kalorien, dass ich dann besser abnehme. Aber was habe ich festgestellt? Ab einer gewissen Zeit ging das Gewicht nicht mehr runter. Und der Grund dafür ist, dass mein Körper den Stoffwechsel heruntergefahren hat. Was bedeutet das überhaupt oder warum macht der Körper das? Wenn man dem Körper immer nur über eine gewisse Zeit lang jeden Tag nur wenig Kalorien zuführt, dann fährt er den Stoffwechsel runter und zwar er geht in eine Art Sparmodus und der Grundbedarf des Körpers wird kleiner. Das heißt, er fährt ein paar Körperfunktionen herunter, man wird ein bisschen müde, man kann nicht mehr so richtig konzentriert sein, man kann nicht mehr beim Sport so richtig alles geben, weil alle Funktionen des Körpers ein Stück weit heruntergefahren werden, sodass der Energieverbrauch des Menschen und auch der Energiebedarf an einem Tag auch weniger werden. Und der Körper macht das eben halt deswegen, weil er nicht genügend Energie zugeführt bekommt, um vollkommen zu funktionieren. Deshalb muss er sich die fehlende Energie aus den Fettspeichern holen. Und da das sehr anstrengend für den Körper ist, ist es für ihn einfacher, wenn er in diese Art Sparmodus geht und dann insgesamt weniger Energie benötigt. Da muss er sich auch weniger aus den Fettreserven holen, um wieder normal zu funktionieren. Das habe ich auch festgestellt, dass dieses Szenario, als ich jeden Tag meine Diät durchgezogen habe. Da habe ich mich ein bisschen erkundigt im Internet und mir gedacht, ich baue jetzt einen Cheat Day ein, immer am Sonntag. Und das ist also heute der Fall. Ich habe gegrillt, dann war ich beim Chinesen essen. Morgens habe ich auch ein relativ großes Frühstück gegessen. Dann war ich noch Eis essen, zwei Riesenkugeln. Und also eine ziemlich große Menge habe ich heute gegessen. Das waren, denke ich mal, 4000 Kalorien. Und diese Kalorien waren gar nicht mal so gesund. Deshalb ist es auch ein Cheat Day und kein Refeed Day, weil ich einfach das esse an diesem Tag, worauf ich Lust habe. Und mein Körper sich auch diese Nährstoffe holt, die er während der gesamten Woche, wo ich sehr clean esse, sehr sauber esse, diese Nährstoffe bekommt mein Körper. Vielleicht nicht, vielleicht will er mehr, natürlich, er will mehr Fett, er will mehr Fettreserven sich speichern und das holt er sich alles an diesem Cheat Day, allerdings natürlich nicht alles auf einmal, sonst wäre es ja sinnlos, sonst wäre die ganze Diät für den Arsch. Und was an so einem Cheat Day sehr, sehr wichtig ist, was meiner Meinung nach wichtig ist, man darf die Gesundheit nicht vergessen. Klar, man isst ungesunde Sachen, aber man muss trotzdem einmal seine Makronährstoffbilanz erreichen von den Kohlenhydraten her auf jeden Fall, damit man beim nächsten Tag nicht schwächer wird. Ja, wenn man an so einen Cheat Day Low Carb macht, dann wird man beim nächsten Training durch die fehlenden Kohlenhydrate am nächsten Tag schwächer. Also immer auf die Kohlenhydrate achten, dass ihr mindestens genauso viele zu euch nehmt wie bei eurer Diät normal an den restlichen Tagen. Und diese können natürlich auch viel höher sein, dann habt ihr noch mehr Power durch die ganze Woche. Das ist auch wieder ein Vorteil des Cheat Days. Ihr müsst auf euer Eiweiß natürlich kommen, damit die Muskeln nicht abgebaut werden während der Diät. Und vielleicht auch genau an diesem Cheat Day vielleicht ein bisschen aufgebaut werden, was natürlich dann im Verhältnis aber trotzdem nicht überwiegt. Das heißt, die Muskeln werden während der Diät nicht auch aufgebaut, auch wenn man einen Cheat Day einlegt. Und dass die Vitamine stimmen. Ja, deshalb habe ich auch heute viel Salat und Gemüse gegessen und Obst, trotzdem, obwohl ich einen Cheat Day hatte, denn die Gesundheit geht immer noch vor. Und ihr müsst darauf achten, dass ihr genügend Wasser trinkt, auch am Cheat Day, genauso wie an den restlichen Tagen der Diät. Das war das, was man einhalten muss. Und ansonsten ist es meistens am Cheat Day so, läuft es darauf hinaus, dass der Zuckerkonsum wesentlich höher ist als bei den Diättagen und der Fettkonsum auch viel, viel höher ist. Bei mir ist das so 2 bis 3 Mal so hoch wie normalerweise. Also so ein Cheat Day ist schon
Daher kommen dann auch die Kalorien, die meisten durch den Zucker und durch das Fett, ja, nicht sehr gesund. Aber es ist eben halt nur ein Tag und im Verhältnis zu den 6 restlichen Tagen, wo man 100% gibt, ja, lohnt es sich. Und vor allen Dingen zeigt man den Körper dann, dass er wieder arbeiten muss, ja, dass er den Stoffwechsel wieder hochfahren muss. Und deshalb hat es mir auch was gebracht, dieser Cheat Day. Der Körper bekommt dann an diesem Tag alle Nährstoffe, ja, und schraubt einen Tick den Grundumsatz, den Kalorienverbrauch einen Tick hoch. Dadurch isst man natürlich die 2, 3 Tage nach dem Cheat Day schwerer, aber daraufhin fängt man wieder an abzunehmen, weil man dem Körper gezeigt hat, dass er eigentlich immer noch im Kaloriendefizit ist, ja? Immer 2000 Kalorien, jetzt in meinem Fall, dann würde der Körper irgendwann gar nicht merken, dass er im Defizit ist, weil der Stoffwechsel heruntergefahren werden würde. Der Metabolismus würde heruntergefahren werden vom Körper. Aber da wir an diesem Cheat Day dem Körper zeigen, du musst eigentlich doch so viel Nahrung verarbeiten, ja? Das ist dein eigentlicher Kalorienverbrauch, beziehungsweise du hast noch mehr Kalorien deinem Körper zugeführt, als er verbraucht, ja. Der Körper geht dann aus diesem Sparmodus, aus diesem Sparzustand wieder raus und fängt wieder an, Kalorien zu verbrennen, wenn ihr wieder in den Diätmodus rübergeht, wenn ihr wieder eure Kalorien senkt oder eure Diät normal wieder weiter verfolgt. Somit fängt ihr wieder an, weiter abzunehmen. Das ist noch ein Vorteil des Cheat Days. Ein weiterer Vorteil ist, dass ihr natürlich euren Heißhunger stillen könnt. Das heißt, wenn ihr euch an diesem Cheat Day das zuführt, was ihr über die ganze Woche nicht dürft, dann ist euer Heißhunger erstmal für die ganze Woche weg, in den meisten Fällen. Und bei mir funktioniert das, deshalb habe ich diesen Tag auch eingeführt. Ich habe mir heute alles gegeben, worauf ich Lust hatte, alles, was ich wollte. Und dann werde ich wiederum in der Woche meine Diät richtig gut durchziehen können. Denn dann werde ich auf alles gar keine Lust mehr haben, denn heute habe ich das schon im Überschuss konsumiert. Die Nachteile sind einerseits, dass man dann in den darauffolgenden Tagen, also heute ist Sonntag, Montag und Dienstag, werde ich dann wahrscheinlich schwerer sein, zunehmen. Ja, es geht dann auch an den Kopf, irgendwie, ich habe meine Diät versaut. Aber das ist ganz normal und das ist auch geplant, denn danach geht das Gewicht wieder runter und wieder weiter runter, als es vor dem Cheat Day noch war. Und das ist ja auch der Sinn der Sache. Der zweite Nachteil könnte sein, beziehungsweise ist auf jeden Fall, dass man sich an dem Tag auch ungesunde Sachen zuführt. Aber wenn man sich mal mit anderen vergleicht, was die am Tag essen, ja, und da, du isst nur an einem Tag ungesund, sozusagen, und auch nicht nur, ja, sondern nur das, was du Lust hast, entsprechend daneben auch gesunde Sachen, aber wenn du mal dich mit anderen vergleichst, was die essen, ja, dann ist dieser eine Tag, in dem du cheatest, im Vergleich dazu gar nichts. Das war auch meine Erfahrung. Deshalb empfehle ich euch, während einer extremen Diät wie bei mir einen Cheat Day einzulegen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.